Ich fand es spannend, weil man tatsächlich sehr viel miteinander diskutiert hat und ich das erste Mal wirklich das Gefühl hatte, dass sowas wie Erneuerung funktionieren kann. Moin, hier ist der Lars. Ich bin gerade in Hamburg. Wir haben heute die erste unserer Regionalkonferenzen zum Koalitionsvertrag, zum Mitgliedervotum. Wir diskutieren heute mit über 700 Genossinnen und Genossen über den Koalitionsvertrag. Wir kriegen viele Fragen gestellt und wir tauschen uns auch sehr solidarisch und kritisch aus. Ich bin stolz, wie die SPD diskutiert. Wir diskutieren fair und sachlich und die SPD zeigt sich von der besten Seite. Am Ende haben 460.000 Mitglieder das Wort und der Erneuerungsprozess kommt.